Bad words gon' never hurt me. Hurt me no more. Sticks and stones gon' break my bones. Bad words gon' never hurt me no more. Hallo ihr Lieben und schön, dass ihr wieder mit dabei seid bei einem neuen Video von mir. Ich weiß, dass sich ganz, ganz viele jetzt freuen und die, die sich nicht freuen, die haben wahrscheinlich auch erst gar nicht eingeschaltet, weil es gibt ja auch einige Gegner. Und zwar geht es heute um die Tonibox und alles, was man so drumherum um die Tonibox gut gebrauchen kann, was so Spaß macht. Und ich möchte vorher noch dazu sagen, dass ich tatsächlich auch mal ein echt krasser Tonibox-Gegner war, als meine Kinder noch sehr, sehr klein waren, wo ich dachte so, wofür braucht man das? Das ist doch total sinnlos. Man kann doch heutzutage alles irgendwie auf Spotify und YouTube und über alte Kassetten, CDs und sonst irgendwas hören. Ich bin irgendwann dann auf den Trichter gekommen, dass es doch sehr viele Vorteile hat. Und ich werde euch jetzt so ein bisschen Einblick in meine Tonibox-Welt hier geben und euch zeigen, was wir so alles haben. Unsere Lieblings-Tonis werde ich euch vorstellen und ich werde euch wie immer alles hier in der Infobox verlinken. Also wenn ihr irgendwas seht, wo ihr sagt, das brauche ich auch, einfach hier unten reinklicken und dann findet ihr die Links und kommt sofort dazu. So, für alle, von denen ich nicht glaube, dass es sie überhaupt gibt, die nicht wissen, was eine Tonibox ist. Eine Tonibox ist eine Art Lautsprecher, ein CD-Player, Kassettenrekorder, Ersatz. Es ist ein quasi unzerstörbares Gerät, was total weich ist, mit Schaumstoff gepolstert, abwischbar. Ja, ich würde mal behaupten, wirklich unzerstörbar. Wenn es kaputt geht, hat man da mit Sicherheit eine Garantie drauf. Das habe ich jetzt nicht im Kopf. Aber es ist wirklich halt ein sehr hochwertiges Produkt. Ihr bekommt die Tonibox in verschiedenen Farben. Ich habe die jetzt hier in Anthrazit. Ich finde aber auch sehr schön dieses helle Grün. Müsst ihr euch mal durchklicken, da gibt es sehr, sehr viele Farben. Hier unten seht ihr den Ladeadapter. Das kommt mit einer Ladestation über Steckdose. Und hier oben, diese Ohren, die ihr hier seht, das sind die Knöpfe. Ihr schaltet die hier dran ein und aus. Ihr macht lauter und leiser und wenn man an der Seite draufschlägt, dann geht es ein Lied weiter oder ein Lied zurück oder wird vorgespult und hier oben stellt man die Toni-Figuren drauf. Hier ist noch Platz für Kopfhörer. Falls sich irgendjemand fragt, ich finde, dass diese Frage eigentlich immer total nichts aussagend, ob das eine Kooperation ist oder so. Nein, leider nicht. Mit so einem kleinen Kanal wie ich komme ich da, glaube ich, nicht dran. Alles, was ihr seht, ist selbst bezahlt. Manche finden das wichtig, ich nicht. Aber nur, dass ich es mal gesagt habe. Vorteile der Tonibox sind die Unzerstörbarkeit, der Spaßfaktor, die Sammellust und dass man mit den Figuren tatsächlich auch spielen kann. Man kann alles auf einen Blick sehen und auch kleine Geschwister können es einfach nicht kaputt machen. Bevor ich jetzt, finde ich, zu dem spannendsten Teil komme, nämlich unsere Lieblings-Tonis, ich glaube, da freut ihr euch auch am meisten drauf, möchte ich euch einmal so unsere zwei, drei Gadgets vorstellen, was man so für die Tonibox vielleicht noch gebrauchen kann oder wie man das Ganze noch schöner gestalten kann. Und ganz am Ende des Videos zeige ich euch dann, wie wir unsere Tonis aufbewahren. Wir haben uns nämlich gegen ein Toni-Regal entschieden, weil wir diese so eine Art Toni-Station quasi für alle drei Kinder haben. Da sammeln sich sehr viele Tonis an, weil wir die immer wieder auch zu Geburtstagen geschenkt bekommen und so. Und weil ich die auch gerne immer wieder kaufe, wenn es was Neues gibt. Die herkömmlichen Toni-Regale, die sind halt auch irgendwann mal voll. Und man kann nur eine Tonibox draufstellen und ich hätte dann gerne ein Regal gehabt, wo man gar keine Tonibox draufstellen kann, weil wir haben eben zwei in Besitz. Das liegt daran, dass wir auch Situationen haben, wo eben beide mal ihre Ruhe haben wollen und in Ruhe einen Toni hören wollen. Wir haben jetzt die Original-Tonis-Kopfhörer, es passen aber auch andere Kinderkopfhörer dran. Ich dachte mir einfach, damit kann man nichts falsch machen. Die sind eben geprüft, dass die nicht schädlich für die Ohren sind, dass die nicht zu laut sind. Die passen sehr gut, die sind, lassen sich schön einstellen. Die sind hier total weich. Die sind schon lange bei uns und die sehen immer noch aus komplett wie neu. Also die kann ich euch auf jeden Fall mit empfehlen.
wie man die Tonibox noch ein bisschen schöner gestalten kann, hatte ich euch schon mal gezeigt. Und zwar gibt es ganz günstig über verschiedene Amazon-Shops, die werde ich euch mal verlinken, solche, ja, es sind Aufkleber, ich weiß jetzt gar nicht, wie die genau beschildert sind auf Amazon, die man dann hier oben auf die Tonibox draufkleben kann. Ich zeige euch mal ein Bild, weil ich habe das letzte Mal verschenkt und es sieht so, so schön aus, dass der Aufkleber auf dem Bild ist jetzt nicht personalisiert. Ihr könnt die aber auch in verschiedenen Schriften personalisieren lassen oder einfach irgendwas anderes draufschreiben, was ihr möchtet. Und ihr bekommt dann immer zwei Aufkleber dazu, also dass ihr auch noch einen Ersatz habt, falls da mal irgendwie dran rumgeknibbelt wurde oder das irgendwie kaputt geht, zerkratzt, keine Ahnung. Ist bei uns jetzt noch nicht vorgekommen. So sieht das aus. Wenn ihr euch nicht entscheiden könnt bei der Farbe, mir ist das super schwer gefallen, dann kann ich euch auch Folgendes empfehlen. Und zwar habe ich das auch verschenkt. Das ist so ein Stoffüberzug. Es gibt super viele. Ganz, ganz viele leider, die ich gesehen habe, haben mir gar nicht gefallen, weil die mir einfach zu bunt und zu durcheinander waren. Aber guckt mal, was ich verschenkt habe. Ich habe da eben das personalisieren lassen, was man auch nicht muss. Man kann sich ja entscheiden, ob man oben oder unten personalisieren lassen will oder ob es einem so reicht. Ich finde, das ist auch eine super schöne Geschenkidee. Der Bezug lässt sich ganz einfach drüber ziehen und eben auch waschen, was auch natürlich eine ganz praktische Sache ist. Ja, und das so sieht die Tonibox natürlich nochmal 100-mal schöner aus. Braucht kein Mensch, macht aber super Spaß, finden die Kinder richtig schön und ist auch immer wieder schön zu verschenken. Alles rund um die Tonibox. Was wir auch haben, was jetzt aber im Keller steht, und das ist mir gerade erst eingefallen, sonst hätte ich es hochgeholt, wir haben auch eine Tonibox-Tasche. Die nehmen wir immer mit in den Urlaub. Also es ist ein kleines Köfferchen, wo genau die Tonibox reinpasst und ein paar Tonis, die man sich auswählt, nochmal in so einem separaten Etui, und die Kopfhörer passen auch rein. Tonibox hören mit Kopfhörern ist aber auch immer eine super Sache im Auto, gerade auf langen Fahrten in den Urlaub, ne, wenn die Kinder da gerne mal irgendwie dann rumstreiten oder so, macht einfach eure Tonibox an und hört einfach entweder getrennt was mit euren Kopfhörern oder eben zusammen ein Hörspiel. Also da fallen mir schon sehr viele Vorteile ein. Und jetzt geht's aber wirklich los mit den Tonis. Let's go! Ich habe mir die hier so eingepackt und ich werde jetzt einfach mal was rausziehen. Ich fange mal mit dem einfachsten an. Und zwar habe ich teilweise, ich habe gar nicht gezählt, wie viele Tonis wir haben. Ich sage es euch auch lieber nicht, sonst hinterher kriege ich Ärger. Ich fange mal stellvertretend an, weil ich das Thema letztes Mal schon angerissen habe, mit Disney-Tonis. Ich habe jetzt mal hier Cinderella und Ariel. Und zwar liebe ich an den Tonis von Disney, dass die immer die originalen Hörspiele von damals sind und eben auch die originalen Stimmen aus den Filmen. Und was mir ganz, ganz wichtig ist, dass die Lieder auch drauf sind. Also ich habe das jetzt noch nicht so ganz genau kontrolliert, aber es kann sein, dass verkürzte Fassungen von den Liedern auf den Tonis sind oder dass mal hier und da ein Lied nicht mit drauf ist, was aber im Film ist. Aber ich kann euch sagen, zum Beispiel Ariel, Cinderella, wir haben Mulan, wir haben König der Löwen. Wir haben hier noch zwei, die zeige ich euch auch gleich. Die kann ich euch richtig empfehlen. Ich hatte nämlich jetzt schon mal einen Toni von einem Film, nämlich die Trolls. Und da war einfach kein einziges Lied drauf, da war ich richtig schockiert. Also da könnt ihr euch bei den Disney-Tonis, jedenfalls die, die ich habe, sicher sein, dass da auch die Lieder drauf sind. Auch Disney, aber eben keine Disney-Prinzessin, sind Findet Nemo und Toy Story, das hier ist der Woody. Das sind zwei Hörspiele, die mein großer Sohn mit 5 über alles liebt. Also diese Geschichten, Findet Nemo und Toy Story, das ist auch vielleicht schon ein bisschen was für Größere, wo es um ganz viel geht. Die hört er sich immer und immer wieder an. Die sind auch relativ lang. Man kann aber auch natürlich auf der Tonibox auch Pause machen und später weiterhören. Wenn ich sehe, es gibt einen neuen Disney-Toni, bin ich die Erste, die bestellt. Zwei Stück zusammen. Das ist der Räuber Hotzenplotz und der Wachtmeister Dimpfelmoser. Alle, die den Räuber Hotzenplotz kennen und lieben, brauchen diese Tonis. Ich zeige euch die, weil ich die mega liebe. Die sind
ausgeschrieben, ich glaube ab 6 oder noch älter. Kann das sein? Auf jeden Fall haben die eine Altersbegrenzung, weil der Räuber Hotzenplotz sagt, in einem dieser Tonis, vielleicht auch in beiden, Maul halten. So. Die haben recht, weil ich weiß, dass es Eltern gibt, die sagen, das geht gar nicht. Aber das sind eben die alten Hörspiele, die alten Stimmen. Ich liebe es einfach. Und ich habe meinen Kindern erklärt, ja, das ist ein Räuber. Ne? Natürlich sagt er böse Sachen manchmal. Und so wurde das hingenommen. Und wir hören diesen Toni hier schon, ich glaube, seit 3 Jahren. Und hier hat noch keiner Maul halten gesagt. Also kann ich euch empfehlen. Was ganz wichtig ist, bei den beiden zu sagen, ist, dass die Tonis Hotzenplotz-Reihe ist eine Vierer-Reihe. Und das hier sind die ersten 2 Ausgaben. Und Folge 3 und 4 sind nicht die Originalstimmen. Also falls euch das auch so wichtig ist wie mir, dass sich die Stimmen nicht plötzlich verändern oder die Kinder dann auch sagen, der Räuber Hotzenplotz hört sich plötzlich anders an, dann achtet darauf. Ich finde auch immer, deswegen schwärme ich immer, falls ihr denkt, ich habe ein Rad ab, von diesen alten Hörspielen. Ich mag einfach die Erzählweise und den Satzbau und die Wörter einfach von früher. Ich mag das viel, viel lieber, auch alte Geschichten vorzulesen. Auch wenn die manchmal vielleicht ein bisschen schwieriger sind für die Kinder zu verstehen. Ich mag einfach diese moderne Art des Redens viel weniger. Und deswegen bin ich froh, dass es das überhaupt gibt. Wo wir gerade bei diesem Thema sind, zeige ich euch noch ein paar Sachen, die ähnlich sind und die ich aus dem gleichen Grund liebe. Dazu zählt einmal, Janosch. Da haben wir einmal die Tigerente und den Tiger. Es gibt noch mehr. Also ich meine, es gibt noch den kleinen Bär. Ich glaube, es sind auch ungefähr 4. Und das ist genau auch diese alte Janosch-Stimme, die originalen Geschichten, richtig schön erzählt, wer vielleicht Janosch gar nicht kennt. Das sind echt verrückte Geschichten, die sich meistens um Tiere drehen. Irgendwie total frech und komplett aus dem Leben gegriffen und ja, muss man irgendwie kennen. Gab es in meiner Kindheit schon. Ich hatte eine Janosch-Kassette und ich habe die hoch und runter gehört. Da war eine Geschichte drauf, wo eine Mistgabel zu einem Geburtstag geht und immer lauter Leute trifft, die dann auch mitkommen wollen auf diesen Geburtstag und am Ende sind da irgendwie 40 Tiere und Gegenstände auf diesem Geburtstag und machen total Palaver. Ich habe das nur noch so schemenhaft irgendwie im Kopf. Falls ihr die Geschichte kennt, schreibt mir mal in die Kommentare. Wenn es die auf dem Toni gibt, flippe ich aus. Das war auf jeden Fall so der Held meiner Kindheit, der unfassbar auch meinen Humor geprägt hat. Also wir 4 Geschwister, wir haben uns kaputt gelacht und genau das war unser Humor. Und wenn wir das heute gucken, wissen wir auch ganz genau, warum wir so behämmert sind. Und zwar ist das Pumuckl. Pumuckl hat wirklich meine Kindheit und soweit ich weiß auch schon die Kindheit von meinem Vater sehr geprägt. Und ja, das ist eben die Geschichte, wie Pumuckl beim Meister Eder bleiben muss, weil er da am Leimtopf festklebt. Und Pumuckl finde ich für Kinder einfach mega schön. Der ist natürlich auch frech, aber der ist unfassbar lustig und macht halt total verrückte Sachen und irgendwie lernt man auch so ein bisschen was aus jeder Geschichte. Wir haben das war auch so verrückt, ich habe Papiermüll weggebracht und schmeißt das ganze Papier, will das Papier reinschmeißen und dann sehe ich so ein schönes Buch im Papiercontainer. Und ich habe einfach meinen Mut zusammengenommen und so reingegriffen, weil ich konnte nicht sehen, was es ist und es war Pumuckl. Und dann habe ich ein bisschen weiter geguckt und da waren einfach voll viele uralte, richtig schöne Bücher drin, wo man auch noch gesehen hat, wie jemand seinen Namen in Bleistift in so ganz alter Schreibschrift reingeschrieben hat. Also ich bin voll froh, dass ich mir wirklich getraut habe. Da habe ich ein paar Bücher mitgenommen. Auch die alte Geschichte ist die kleine Hexe. Da ist es auch so, dass es die so eine schöne alte Stimme ist und eine alte Erzählweise.
Was ich überhaupt nicht mag, ist ein Lied da drauf, was die singt. Das finde ich ein bisschen behämmert. Und ich zeige die euch deswegen, weil der Herbst jetzt anfängt und Halloween-Zeit ist. Und ich finde, das passt richtig gut dazu. Ich habe auch noch zwei andere Tonis, die zum Thema Halloween gut passen, die ihr euch mal angucken könnt. Ihr könnt ja auch übrigens alle Probe hören auf tonis.de, wenn ihr darauf Lust habt. Gruselig würde ich nicht sagen, aber als Kind merkt man schon, wie böse Hexen sein können. Und am Ende, es hat ja alles ein gutes Ende, ne? Davon haben wir übrigens, weil ich ja so auf alte Tonis und alte Geschichten, alte Filme und so stehe, haben wir aber den Film gesehen, und zwar den neuen deutschen Film Die kleine Hexe. Wie heißt die Schauspielerin nochmal? Caroline Herfurth, glaube ich. Die von Mädchen und Fuck You Goethe und so. Der Film ist so gut geworden. Also wenn ihr im Herbst oder zur Halloween-Zeit einen Film gucken wollt mit euren Kindern, das war ein ganz besonders toller Film für einen neuen Film, finde ich. Bleiben wir bei Hexen und bei Halloween. Ich weiß gar nicht, wie die Geschichte heißt gerade. Die Hexe, die reitet auf dem Besen und es wollen immer mehr Tiere mitfliegen. Und die setzen sich dann immer alle auf den Besen und irgendwann ist der Besen komplett voll und die stürzen ab. Und das hat auch ein ganz lustiges und schönes Ende. Das kann ich euch auch sehr empfehlen, weil das ist auch viel mit Singen und ist ein richtig schöner Herbst-Halloween-Toni, finde ich. Auch schon auch für kleinere. Wie ihr seht, habe ich euch jetzt schon richtig viele Hörspiele gezeigt. Wir haben relativ wenig Musiktoni. Ich zeige euch aber jetzt zwei, die wir besonders gut finden. Und zwar ist das einmal die Fledermaus, natürlich auch passend zu Halloween. Die habe ich letztes Jahr zu Halloween bestellt und dann haben wir die auf der Halloween-Party gehört. Und die läuft seitdem ständig. Da sind wirklich auch Lieder drauf, die ein bisschen gruselig sind, aber halt auch eben richtig lustig. Ein ganz unscheinbarer Toni, der garantiert nur ganz selten irgendwie gekauft wird, weil ich glaube, die meisten Leute kennen diesen Herrn hier gar nicht. Ich versuche euch den mal ein bisschen näher zu zeigen. Und zwar ist dieser Herr hier der Frederik Fahle. Zu Frederik Fahle habe ich eine ganz besondere Verbindung, weil meine Mutter den schon immer richtig, richtig gut findet. Die ist Erzieherin und war sogar schon mal auf so einer Fortbildung, die Frederik Fahle quasi geleitet hat. Ist der Autor von der Anne Kaffeekanne und der macht so ganz besondere, freche Kinderlieder. Und das hier ist jetzt ein Toni mit den frechen und alten Kinderliedern, aber neu umgesetzt von verschiedenen Interpreten. Also ihr habt hier drauf Kinderlieder, die aber so auf cool und neu gesungen wurden. Und ich finde das jetzt gar nicht mal so toll, aber mein Sohn feiert das komplett ab. Da ist was, ich weiß gar nicht, wer es rappt, da macht irgendeiner hört sich so ein bisschen so im Style an wie früher die Beginner oder so. Ich habe keine Ahnung, wer es ist. Ich muss noch mal gucken. Da rappt jemand, da gibt es Hard Rock drauf, da gibt es so eine Art Country, Popmusik. Das ist so ein bisschen so Einführung schon so in größeren Musik, würde ich sagen, aber doch kindlich. Und ja, mein Sohn sitzt da jetzt immer und macht immer wieder das eine Lied zurück. Und immer wieder das eine Lied zurück. Falls ihr den Toni habt, ich habe keine Ahnung, wie es heißt. Es hat geht irgendwie darum, dass es auch, in dem Lied geht es darum, dass es auch mal gut tut, Ruhe zu haben und mal leise zu sein. Und es ist auf jeden Fall Rap. Ja. Was haben wir denn hier noch? Wo wir beim Thema Musik sind, will ich euch einmal noch, vielleicht kennt das nicht jeder, und zwar ist das hier einer von vielen Kreativtonis. Es gibt Kreativtonis, die kommen zu euch nach Hause leer. Und es gibt die in ganz vielen verschiedenen Motiven. Es gibt eine Prinzessin, einen mit einer Gitarre. Entschuldigung, wie immer ist mein Bein eingeschlafen. Es sieht aus, als hätte ich hier, oh, mein Nippel. Wahrscheinlich schon die ganze Zeit so, ist nicht mein Nippel, ne? Okay, kurzer Ausfall. Es gibt
ganz viele verschieden aussehende Kreativtonis, die leer zu euch nach Hause kommen und ihr könnt die bespielen. Ihr könnt da drauf machen, was ihr möchtet. Ihr könnt Musik da drauf machen. Wir haben schon mehrere. Wir haben einen Toni, der ist ein Bob Marley, der hat sogar Dreadlocks. Und da ist eben Bob Marley drauf nur. Der hier kommt jetzt von vom Onkel und da ist halt richtig coole Musik schon drauf. Und auch so ein bisschen vorsichtiger Deutschrap, den man mit Kindern hören kann und so, weil das eben hier scheinbar gerade anfängt, beliebt zu werden. Man kann aber auch natürlich seine eigenen Kinderlieder, die man selber gut findet, zusammenstellen und drauf machen und den Toni so gestalten, sogar anmalen. Ihr findet da ganz tolle Tutorials auf YouTube. Und das ganz toll verschenken. Man kann auch, was ich richtig toll finde, natürlich eine Datei auf dem Laptop aufnehmen, wie man selbst eine Gute-Nacht-Geschichte vorliest oder irgendwas und das dem Kind schenken. Und das kann sich jederzeit seine eigene Stimme anhören. Also mit Kreativtonis, wie der Name schon sagt, sind der Kreativität keine Grenzen gesetzt. Habe ich schon gesagt, dass sie unkaputtbar sind? Ich habe sogar getroffen. Wow. Zwei habe ich noch. Einmal hätte auch gerade in die Reihe gepasst mit den alten Geschichten. Ich weiß allerdings gar nicht, wie alt Patterson und Findus eigentlich ist, weil irgendwie, ich habe das Gefühl, das ist schon sehr alt, aber in meiner Kindheit kann ich mich nicht daran erinnern, dass wir das mal irgendwie gelesen haben. Patterson und Findus, das ist ein alter Herr, der eine Katze hat. Er ist eigentlich einsam, aber dann bekommt er eine Katze. Und der Findus, der kann reden und macht ziemlich süße und auch verrückte Sachen. Und das ist eine ganz tolle Geschichte zum Lesen als Toni. Und auch dazu, ich empfehle ja selten mal einen Film, weil ich die meisten Sachen außer alte Disney-Klassiker echt Schrott finde. Aber jetzt auch dazu kann ich euch wirklich den Film empfehlen. Richtig schön. Ich glaube, es gibt sogar zwei. Einen, den ich jetzt im Kopf habe, das ist ein Weihnachtsfilm. Haltet euch das mal im Gedächtnis, wenn ihr in der Weihnachtszeit mit euren Kindern einen Film gucken wollt. Richtig, richtig, richtig schön. Ja, ganz toller Toni, hört sich so, ist so auch so entspannend erzählt, wisst ihr? Wir haben zum Beispiel auch mal im Gegensatz dazu, es gibt ja ganz viele, die Pepper Woods ganz schlimm finden. Und die sagen, die Wutz kommt mir nicht ins Haus oder so. Ich habe auf Instagram schon ganz oft gelesen, dass die Leute total Pepper Woods als Katastrophe empfinden. Ich würde mich mal freuen, wenn ihr mal so ein bisschen Diskussion anstimmt, falls welche unter euch da sind, die das auch so sehen und mir schreiben können, warum. Also ich weiß, dass die Pepper Woods ab und zu mal sagt, dummer Papa. Aber das finde ich überhaupt nicht schlimm, gar nicht schlimm. Weil es ja irgendwie auf eine liebevolle Art und Weise gemeint ist. Und ich meine, meine Kinder gucken das jetzt nicht oft oder so, aber die kennen das und finden das auch schön. Den Toni aber, da die Geschichten so kurz sind, das ist alles so schnell, ne? Da kommt und dann kommt eine Geschichte und dann wieder nach 5 Minuten. Also ich werde so ein bisschen verrückt. Und wenn das der Grund ist, warum jemand Pepper Woods schlecht findet, kann ich es verstehen. Aber ansonsten verstehe ich es gar nicht, weil ich finde es voll süß gemalt. Die Storys sind immer irgendwie süß. Finde ich eigentlich voll toll. Aber den Toni höre ich nicht gerne, weil der ist mir zu wild. So, ein Toni, der hier jeden Tag gehört wird, jeden Abend und jedes Mal zum Mittagsschlaf, ist der Sandmann. Der Sandmann hat so ein schönes Schlaflied da drauf. Das heißt Murmeltierfest. Warte, Moment, ich muss kurz heulen. Ich bin echt gestört. Bei diesem Schlaflied müssen wir alle regelmäßig heulen, weil es so schön ist. Da sind aber auch verschiedene gute Nachtgeschichten dabei, die alle ganz sanft erzählt werden und mit so einer schönen, ruhigen Melodie im Hintergrund. Also den kann ich euch sehr, sehr empfehlen. So läuft es. So, das waren jetzt schon ein paar Tonis, die ich euch gezeigt habe. Wir haben noch viel, viel mehr. Falls ihr Lust habt, eine Erweiterung davon zu sehen, dann schreibt mir gerne in die Kommentare oder gebt mir einfach einen Daumen hoch. Dann weiß ich schon, dass euch das gefallen hat und dass ihr Bock habt auf eine
auf ein weiteres Video. Und dann zeige ich euch jetzt noch, wo unsere Tonys stehen. Und zwar sieht das bei uns so aus. Ich habe mich für ganz günstige Kleberegale entschieden, die magnetisch sind. Also ihr müsst nichts bohren. Ihr klebt diese Wölkchen dahin, wo ihr möchtet. Ich würde es nicht auf Tapete empfehlen. Ich glaube nicht, dass die da wahnsinnig gut halten. Auf allen glatten Untergründen, auf Türen, auf Schränken, auf Regalen, in Schränken, an Schränken, an der Seite von Schränken, halten die Bomben fest. Die Tonybox kann da auch drauf stehen, aber es sieht nicht so toll aus, weil die steht ein bisschen vorne ab. Für Tonys ist das absolut perfekt. Die können auch noch unten dran, also quasi über Kopf hängen, weil das überall magnetisch ist. Und das, was ihr jetzt hier seht, sind zwei Sets. Wenn ihr einen so ein Wolkenset bestellt, ich meine, die kosten um die 17 Euro ein Set. Und ich setze euch natürlich den Link in die Infobox. Ich habe jetzt zwei davon bestellt und das Schöne daran ist auch, dass ihr es beliebig erweitern könnt einfach. Ne? Wenn ihr jetzt sagt, okay, wir haben doch noch 100 Tonys mehr, dann kauft ihr einfach noch so ein Set. Also die gibt es schon ewig und ihr könnt es einfach ohne Bohren machen und man kann es auch wieder entfernen und diese Klebeteile neu holen. Das ist jetzt nicht so ein kleiner Popelkleber oder so. Das ist schon richtig stabil und das hält bei uns schon eine absolute Ewigkeit. Da braucht ihr keine Angst haben, wenn ihr es nicht auf die Tapete klebt. Wer weiß, vielleicht geht es auch auf Tapete. Das kann ich euch jetzt nicht sagen. Aber die Wolken haben vorgefertigte Löcher. Ihr könnt die auch an der Wand anbringen. Also wenn ihr das jetzt nicht aufkleben wollt und ihr wollt was mit bohren, dann ist das auch mit diesen Wolken absolut kein Problem. Für mich ist das die idealste und günstigste Alternative, die super flexibel ist und ja, wo man irgendwie das meiste von hat. So, wir haben das Ganze noch ein bisschen dekoriert mit einer Lichterkette und so sieht es auch wunderschön aus. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Und dann sehen wir uns gesund und munter beim nächsten Video wieder. Ciao!